Friedrich Bergmann, Rechtsgelehrter, 1808 bis 1845, Goethe-Allee Nummer 2. Friedrich Christian Bergmann, geboren am 29.09.1785 in Hannover, verstorben am 28.02.1845 in Göttingen, immatrikulierte sich am 18.10.1802 an der Georg-August-Universität in Göttingen. Zunächst studierte er Theologie und Philologie, später Rechtswissenschaft. 1805 wurde er promoviert und arbeitete fortan als Privatdozent der Rechtswissenschaft. 1808 wurde er außerordentlicher Professor und 1811 ordentlicher Professor. Während des Protestes der Göttinger Sieben 1837 gegen die Aufhebung der Verfassung von 1833 durch den König Ernst August stand Bergmann auf der Seite des Königs von Hannover. Bergmann schrieb ein Lehrbuch des Privatrechts des Code Napoleon und mehrere Schriften und Quellenausgaben zum Prozessrecht und zur Prozessordnung. Bergmann wohnte als Student im Wintersemester 1802/1803 bei dem Maurer Linne, kurze Geismarstraße 21. Im Sommersemester 1803 bis Herbst 1805 bei dem Färber Fobbe, Papendiek 27/28. Im Wintersemester 1805/1806 bis Herbst 1807 bei dem Bürgermeister Tuckermann, Wilhelmsplatz 1, im mittleren und westlichen Teil des heutigen Aula-Gebäudes. Im Wintersemester 1807/1808 bei dem Erben des Professors Ahnemann, Prinzenstraße 21, dem Michaelishaus, und als Professor von 1809 bis 1813 im Haus des Schatzeinnehmers Führing, Lange Geismarstraße 67. Das Haus Goethe-Allee 2 bewohnte Bergmann schon 1815 und erwarb es 1817 von dem Erben des Professors Johann Friedrich Runde. Hier wohnte er bis zu seinem Tod. Als Sommersitz ließ Bergmann sich 1835 den sogenannten Bergmannschen Garten außerhalb der Wallanlagen bauen, heute Bürgerstraße 12 bis 14, das seit 1872 Professor Rudolf von Ihring und von 1893 bis 1929 Professor Max Lehmann gehörte. Friedrich Christian Bergmann ist auf dem alten Marienkirchhof beerdigt. Die Gedenktafel wurde 1876 von Pastor Emil Gebser gestiftet und 1928 erneuert.